Ja, herzlich willkommen zum Vortrag Willst du funktionieren oder leben? Es ist keine Mogelpackung, aber ich sage, ursprünglich hieß dieser Vortrag Schluss mit schuldig. Aber viele haben keine Idee, dass das Thema Schuld für sie überhaupt eine Rolle spielt. Und deswegen habe ich den umbenannt, ohne dass ich meine, dass es jetzt dadurch eine Mogelpackung wird. Aber ich möchte den Vortrag so in drei Teile teilen, nämlich einmal dieses Konzept Schuld vorzustellen, dem ich da auf die Spur gekommen bin, sozusagen wie die Pyramiden in Bosnien. Sie waren vor aller Augen, aber niemand hat sie gesehen. Das Konzept Schuld und wie es in unser Leben gekommen ist, wie ich dann drauf gekommen bin und am Schluss, wie man sich mit diesem Thema auseinandersetzt bzw. davon befreit. Und zum Motto möchte ich gerne ein Lied spielen, was ich Anfang dieses Jahres in Costa Rica gedichtet habe, in alter Tradition. Alte deutsche Volkslieder, die neue Texte bekommen haben. Ursprünglich hieß dieses Lied Freut euch des Lebens und ich habe daraus gemacht, wenn jeder Mensch täte. Wenn jeder Mensch täte, was sein Herz zum Singen bringt, wie sähe die Welt aus, die daran erklingt. Wir mühen uns von früh bis spät, der Broterwerb im Zentrum steht, die Anerkennung von anderen, weil wir uns selber nicht sehen. Wenn jeder Mensch täte, was sein Herz zum Singen bringt, wie sähe die Welt aus, die daran erklingt. Wir haben uns schon als Kind gehört, das Leben ist kein Wunschkonzert. Die Schule setzt noch eins oben drauf, schaut nicht, was uns interessiert. Wenn jeder Mensch täte, was sein Herz zum Singen bringt, wie sähe die Welt aus, die daran erklingt. Der Vater, die Mutter, der Lehrer sagt, wähl Sicherheit und was Zukunft hat und begrabe deine Träume gleich heute und sei wie wir realistisch. Freut, wenn jeder Mensch täte, was sein Herz zum Singen bringt, wie sähe die Welt aus, die daran erklingt. Wir wählen uns den Beruf dann aus, womit wir bringen mehr Geld nach Haus, statt mit einer Arbeit, die Freude macht und Nahrung fürs Herz uns bedeutet. Wenn jeder Mensch täte, was sein Herz zum Singen bringt, wie sähe die Welt aus, die daran erklingt. Ein jeder hat noch als Kind erkannt, dass in uns leuchtet ein Diamant. Wir haben ihn nur überhäuft mit allerlei Müll und Verboten. Wenn jeder Mensch täte, was sein Herz zum Singen bringt, wie sähe die Welt aus, die daran erklingt. Die Welt will uns nur den Spaß verkaufen, das ist wie Salzwasser gegen Durst zu saufen, das macht nur immer mehr durstig und unseren Geldbeutel leer. Wenn jeder Mensch täte, was sein Herz zum Singen bringt, wie sähe die Welt aus, die daran erklingt. Drum schaufeln wir den Diamanten frei und helfen auch den anderen dabei. Dann fängt unsere Welt an zu leuchten.
leuchten in Farben der Liebe und Freude. Wenn jeder Mensch täte, was sein Herz zum Singen bringt, wie sähe die Welt aus, die daran erklingt. Ob tanzen, malen oder fotografieren, ob Texte schreiben oder musizieren, ob Häuser bauen, Autos konstruieren, ob Menschen pflegen oder meditieren, ein jeder auf seine Weise die Erde mit Freude anreichert. Wenn jeder Mensch täte, was sein Herz zum Singen bringt, wie sähe die Welt aus, die daran erklingt. Ja, das Konzept Schuld habe ich auch in meinem Buch deswegen in den Vordergrund gestellt, weil es aus meiner Sicht das Zentrum schlechthin ist, was uns daran hindert, wirklich als Schöpferwesen zu leben. Wir sind hier in Leipzig und ne, da gibt es ja in den letzten Jahrhunderten eine Tradition, dass hier der christliche Glaube keine große Rolle gespielt hat. Aber die Kultur ist die gleiche, aus der wir erwachsen sind. Und dieses Schuldkonzept ist schon uralt. Denn was bedeutet Schuld? Schuld bedeutet, oder so wurde uns gelehrt, Trennung. Trennung von Gott. Egal, ob man an Gott heute glaubt oder nicht, das ist sozusagen in unserer Kulturgeschichte drin. Denn so hat die Kirche ja immer auch ihre Macht gehabt. Denn in dem Moment, wo jemand einen Fehler gemacht hat, so ist das eigentlich, in der Bibel steht drin, ein Fehler machen, was man mit Sünde übersetzt hat, dann ist er schuldig gesprochen worden und dann musste geopfert werden. Also das war die Aufgabe der Priester, opfern. Sacerdote ist es noch im Spanischen, der das Heilige gibt. Und heute noch das Abendmahl ist im Katholischen eine Opfergabe. Also der Priester opfert. Damit wollte man den zornigen Gott wieder besänftigen und die Verbindung wiederherstellen. Dass natürlich da auch Machtinteressen ins Spiel kamen, liegt auf der Hand, weil ist klar, wenn jemand der Ausschluss droht, dann kann man ihn besser regieren oder manipulieren. Und man sollte nicht glauben, dass das heute vorbei wäre. Denn die Kirchen haben zwar nicht mehr diesen Einfluss auf uns, aber das Thema Schuld oder sich schuldig machen ist nach wie vor da. Nur es gibt halt neue Schuldigsprecher. Und ich möchte ein Beispiel rausgreifen, das ist der Klimawandel. Uns wird erzählt, dass das Klima sich ändert und dass erstmals in der Geschichte dieser Erde der Mensch daran schuld sei. Und wie schon bei Luthers Zeiten war es ja so, ne, da gab es den Ablass. Man konnte sogar schon im Voraus für das, was man dann verbrochen hatte, im Voraus bezahlen, wenn man genug Geld hatte. Und ich sehe da heute neue Schuldigsprecher. Nämlich zum Beispiel ein Al Gore, der sagt, also wir müssen unbedingt diese Welt retten, indem wir CO2-Zertifikate verteilen. Keiner oder kaum jemand weiß, dass Al Gore damit Millionen verdient, mit dem Handel von diesen CO2-Zertifikaten. Und ich habe noch in Biologie gelernt, dass CO2 dazu genutzt wird, um ein kräftiges Wachstum von Pflanzen hervorzurufen. Ne? Man hat ein Treibhaus und da wird CO2 geflutet und dann wachsen die Tomaten und sonst was wesentlich besser. Das heißt, wenn wir jetzt also das CO2 reduzieren, dann wird auch das Pflanzenwachstum reduziert. Und letztendlich
aus meiner Sicht wird jeder von uns schuldig gesprochen, weil mit jedem Ausatmen gebe ich ja CO2 ab. Also bin ich im Grunde ja doch ein Schädling. Ja, ich bin letztendlich als Einzelner schon mitschuldig am Klimawandel. Klammer auf, ja, dass die Sonne Zyklen hat und wir hier vor ein paar hundert Jahren eine Eiszeit, quasi eine Zwischeneiszeit hatten, dann das wieder hochgegangen ist. Also dass wir sehr von der Sonne abhängig sind, wird einfach zur Seite geschoben. Klammer zu. Aber dieses Gefühl, ja, wir müssen was tun, wir müssen Energiesparlampen haben, damit wir weniger Strom verbrauchen, damit die CO2-Abgabe gemindert wird und neue Steuern. Die Steuern, Ökosteuern, sind aus meiner Sicht im Prinzip der neue Ablass. Aber überall wird ja mit dem Thema Schuld hantiert, bis hin zu solchen Bildern, wenn da ein Vogel verendet im Teer, ne, weil da wieder mal eine Bohrinsel kaputt gegangen ist. Das ist für mich sozusagen, gut, ich habe Theologie studiert, das ist so, als wenn man den ans Kreuz hängt. Ne, und da, wegen deiner Sünde, hängt der da. Das hat man uns als Kindern ja gesagt. Ne? Also wegen deiner Sünde, wegen deiner Schuld ist der Kerl da oben gekreuzigt worden. Also wird man klein gemacht dadurch. Das heißt, dieses Konzept scheint auf der ganzen Welt gut gelaufen zu sein. Und ja, Opfern war die Macht der Priester. Und ließen sich das auch gut bezahlen. Ne? Und wir wissen, dass ja auch bis hin vom Rauchopfer, Menschenopfer, alles dabei war, um den zornigen Gott zu besänftigen. Und viele wissen nicht, dass Paulus, derjenige, der halt das Christentum sozusagen an die Nichtjuden gebracht hat, letztendlich aus meiner Sicht den zornigen Gott wieder eingeführt hat, den aus meiner Sicht der Jesus abgeschafft hat, wo er gesagt hat, Gott ist Liebe und du kannst niemals aus dieser Liebe rausfallen. Niemals. Egal, was du tust, egal, was du denkst, du bist in dieser Liebe. Es gibt keinen Raum daneben. Und der Paulus hat dann eine Tradition aus dem Judentum genommen, nämlich den Sündenbock. Man hat damals am Versöhnungstag einen Bock geschlachtet für den Tempel und dem anderen Bock hat man die Schuld Israels auf die Schulter gelegt und hat ihn in die Wüste geschickt. Und das wurde dann zum Lamm Gottes, der die Sünde der Welt trägt. Das heißt, aus meiner Sicht hat Paulus den zornigen Gott, den Gott, der ein Opfer braucht, wieder eingeführt. Und das war, ich sag mal, letztendlich hat man das gut genutzt. Denn Exkommunikation war das Schlimmste, was einem früher passieren konnte. Also aus der Kirche ausgeschlossen zu werden. Selbstmörder wurden zum Beispiel vor den Mauern des Friedhofs. Die durften nicht auf dem Friedhof beerdigt werden. Nur außerhalb der Mauern, so auf dem Schindanger. Das heißt, Schuld und Trennung, das sind Äquivalente. Das heißt, man kann quasi ein Gleichheitszeichen dazwischen tun. Und ich habe mir gefragt, ja, Schuld, und dann haben wir ja das Wort Schulden. Also im Deutschen gibt es einen Zusammenhang zwischen Schuld und Schulden. Und das ist spannend, bei den Recherchen jetzt für mein neues Buch habe ich mal den Schuldenindex untersucht. Und unter den 11 meist verschuldeten Ländern der Erde sind, den ersten 11 sind 9 Kolonialmächte. Spannend. Ja, Amerika, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Belgien, Italien, Belgien, Spanien, die sind alle da drin versammelt unter den ersten meist verschuldeten Ländern der Erde. Und eigenartigerweise zum Beispiel findet man Libyen, mindestens vor 2 Jahren, in dieser Liste gar nicht, weil Libyen war nicht verschuldet. Syrien ganz wenig, Iran ganz wenig, Nordkorea. Und dann habe ich, komisch, also es sind ja ausgerechnet die man so zur Achse des Bösen gezählt hat, die am wenigsten verschuldet waren im Weltfinanzsystem. Das ist eine spannende
Zusammenhang, der mir da aufgefallen ist. Und tatsächlich gibt es auch im Privaten aus meiner Sicht einen Zusammenhang zwischen sich schuldig fühlen und Schulden im Außen haben. Ich hatte also neulich eine Klientin, die 350.000 Euro Schulden hat, schon seit 10 Jahren aus einem Konkurs und so weiter. Und im Laufe der Gespräche kam heraus, dass sie als 6-7-Jährige mal gucken wollte, ob sie die Hamsterbacken, ja, die da so voll waren von ihrem Hamster, wieder leer bekommt. Und auf einmal hat sie ihn gewürgt und dann war er tot. Und sie sagte, das könne sie sich nie im Leben verzeihen. Und davon gibt es etliche Menschen, die so etwas in ihrem Leben erlebt haben, wo sie meinen, das können sie sich nicht verzeihen. Manchmal haben sie es auch vergessen, was das war. Also auch diese Frau, da haben sie erst durch ein paar Gespräche drauf gekommen. Schuld und Schulden, die deutsche Sprache hat es halt zusammengepackt und dieser Zusammenhang besteht. Und die Schuld, wie gesagt, das Wort, ja, Schuld, daran bin ich nicht schuld. Also da wird dann auf jemanden anders gezeigt, nur nachher zeige ich auch noch das Foto. Wenn man auf einen anderen zeigt, dann zeigen 3 Finger auf einen zurück. Was folgt auf Schuld? Scham. Ich schäme mich dessen, was da geschehen ist und will das natürlich auch, dass das niemand anders sieht. Also verteidige ich mich. Ja, und wer sich verteidigt, das haben wir ja auch früh auch gelernt, beste Verteidigung ist der Angriff. Das heißt, dass unsere Kommunikation aus meiner Sicht von diesem Zusammenhang, ja, Schuld, Scham, Verteidigung, Angriff geprägt ist und dass eine wirkliche, ja, Herz-zu-Herz-Kommunikation, Seele-zu-Seele ziemlich schwierig ist unter Menschen. Wie bin ich drauf gekommen, dass das ja im Alltag der Menschen so eine große Rolle spielt? Ich habe 12 Jahre mit jugendlichen Arbeitslosen gearbeitet und da war mir aufgefallen, das stimmt hinten und vorne nicht mit deren Schulabschlüssen, wenn sie denn vorhanden waren. Und dem, was ich an Kreativität, an Problemlösefähigkeit und Interesse wahrgenommen habe. Und 2002 habe ich dort dann, zeige ich auch gleich, eine Mindmap entwickelt. Aber an erster Stelle so ein Bewusstsein, ich bin nichts wert. Ja, und das ist halt auch von einer Klientin gezeichnet, der Bettler, der die Hand aufhält, das kann sich um Geld handeln, kann sich aber vor allen Dingen um Anerkennung, ja, Liebe, gib mir Liebe, ich bin bedürftig, ich bin es ja eigentlich nicht wert, halten. Aber wenn man das sieht, was unter der Robe des Bettlers hervorlugt, es ist die Robe des Königs. Aber das Bewusstsein ist, ich bin bedürftig, ich bin ein Bettler, ich bin eigentlich nichts wert. Und diese Schmuddeldecke, ja, die da etwas verdeckt, man kann es vielleicht erkennen, das soll also eine Schatztruhe sein, die überquillt. Das ist das, was ich wahrgenommen habe an so vielen Menschen, dass sie sich ihrer selbst überhaupt nicht bewusst sind, was in ihnen steckt, wie einmalig sie sind und wie wertvoll. Und da habe ich ja in der Agentur, ich habe 4 Jahre in der Agentur für Arbeit als Arbeitsvermittler gearbeitet, über 4.000 Gespräche. Und das war eines meiner Handwerkszeuge. In Wirklichkeit ist er nicht so ganz so groß. Das ist das Original. Da habe ich gesagt, so sehen Sie sich bisher. Ein Stein, völlig ordinär,
normal abgeschabt. Was bin ich denn schon? Ja, da gibt es Stars und sehr wichtige Personen oder so, aber ich bin so ein ganz gewöhnlicher Stein. Und dann habe ich sie gefragt, wollen Sie sich mal aus 180 Grad anderer Perspektive sehen? Sind Sie bereit dazu? Ja. Und dann habe ich den Stein umgedreht und meine Klienten haben in eine Amethystendose geschaut. Und ich kann mich nicht erinnern, dass es einen gab, der da nicht gelächelt hat, um ja, also mir zu zeigen, dass er verstanden hat, worauf ich hinaus will. Ja, jeder Mensch ein einzigartiger Diamant, aber in dem Bewusstsein ja, der ne, anderen Perspektive, ich bin gewöhnlich. Da ist nichts Besonderes an mir. Ne? Wird mir ja jeden Tag durch das Fernsehen gezeigt, dass es besonders wichtige Personen gibt. Und das war ein anderes Werkzeug. Da habe ich meine Klienten gefragt, welches Puzzleteil von diesen zwei, die da fehlen, sind wertvoller? Welches ist wertvoller? Wollen wir mal kurz eine Probe machen, wer meint, dass das Rechte wertvoller ist? Ja. Wer ist für das Linke? Dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Okay, die dritte Möglichkeit ist es. Beide gleich. Beide gleich, denn ja, wenn ich jetzt so tue, als wäre das da, was fällt auf? Eins fehlt. Das heißt, wenn ein Teil des Ganzen fehlt, ist es unvollständig. Und Meister Eckhart, ein christlicher Mystiker, hat mal gesagt, ohne mich ist Gott unvollständig. Und das, aber dieses Bewusstsein haben erst sehr, sehr wenige Menschen. Und ich möchte ein bisschen dazu beitragen, dieses Bewusstsein zu verändern. Das ist ein Werkzeug, was ich halt damals in der Jugendwerkstatt entwickelt habe, die sogenannte Ich-Mind-Map. Sie hatte ursprünglich 12 Arme, aber hier 5 Arme. Und mit diesem Werkzeug habe ich dann auch in der Agentur für Arbeit hunderte von Menschen beraten können, weil wirklich anhand dieses Musters eine Momentaufnahme des Bewusstseins eines Menschen über sich selbst erstellt wird. Und ich gebe einfach mal ein paar Beispiele. Das ist Florian, ein Hauptschüler, der Bauer gelernt hat, aber dann gemerkt, das ist nichts für ihn. Da wollte er zum Beispiel bei Traumberufe Paläontologe. Paläontologe, meine Kollegen wussten gar nicht, was das ist, geschweige denn, wie man das schreibt. Also Altertumsforscher, ja, oder Kosmologe. Und bei Fähigkeiten hat er na, Sprache rückwärts. Der konnte rückwärts sprechen. Ich finde das eine ziemlich heftige Sache. Dieser junge Mann hat sich bewusst für die Hauptschule entschieden gehabt, weil er keinen Bock auf Schule hatte, aber absolut hochintelligent. Genauso wie Dennis, bei dem man ein Asperger-Syndrom diagnostiziert hatte. Dennis hat mit 10 angefangen, Philosophen zu lesen in der Bücherei. Und irgendwann, er ist Hauptschüler. Ehemaliger Hauptschüler und Postzusteller hat er dann gelernt. Irgendwann wollte er diese Philosophen und Theologien im Original lesen. Und mittlerweile ist Dennis bei 24 Sprachen, davon hat er sich 22 selber beigebracht. Hebräisch hat er bei einem Rabbi gelernt, um im Alten Testament zu lesen. Altgriechisch wie Goethe in so einer zweisprachigen Bibel. Und bei der Freude oben hat er eingerahmt, selbst eigenes Denken zu Papier bringen. Das heißt, ne, auch bei seinen Interessen Literatur, Literatur, Literatur. Ein hochintelligenter junger Mann, aber er darf nicht studieren, weil er in Mathe gescheitert ist. Er darf nicht Literatur studieren, weil er in Mathe gescheitert ist. Josie
ich habe sie ja auch vor allem mit reingenommen, ich sehe es gerade hier, ihre Wurzeln sind hier Dresden, Leipzig, Thüringen, an Spiritualität interessiert, arbeitete damals bei Beate Use und wollte dann ihr Geld verdienen, damit sie mal auswandern kann nach Afrika. Nur damit Sie einfach mal einen Eindruck bekommen, wie unterschiedlich diese Mindmaps aufgrund dieses einen Musters dann gezeichnet wurden. Hier sieht man in der Mitte, es gibt keinen Namen, aber die Spirale, also da war noch viel Verwirrung bei dieser jungen Frau. Und das ist Katharina, die auch den vorhin den Bettler gezeichnet hat. Sie sagte, ja, ich hatte nicht genug Zeit, eine größere Mindmap zu machen. Die Originale sind immer DIN A3 so. Und ich wollte mir eigentlich noch mehr Mühe geben. Und bis dahin war das das Schönste, was ich je gesehen hatte an Mindmaps. Und das war jetzt jüngst eine Klientin. Einfach mal einen Eindruck. Ja, jeder Mensch wirklich einzigartig. Und wofür die Menschen sich alles interessieren, wo sie selbst motiviert sind. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber warum leben sie das nicht? Warum leben sie das nicht? Und durch die vielen Gespräche bin ich auch im Zuge des Buchschreibeprozesses halt auf Glaubenssätze gekommen. Glaubenssätze heißen Glaubenssätze, weil man daran glaubt. Das heißt, an die Wahrheit dieser Sätze, ich lese mal ein paar vor, immer mache ich alles falsch. Oder ich muss es alleine schaffen, mein Vater will nichts von mir wissen, niemand sieht meine Fähigkeiten, ich ziehe immer wieder die A-Karte, oder das Leben ist hart und schenkt mir nichts. Das ist einer der beliebtesten Glaubenssätze. Und ich weiß noch, mehrere Klienten haben dann gesagt, wie, das wollen Sie doch nicht etwa bezweifeln? Das ist doch so. Also mit so einer Überzeugung von diesen Glaubenssätzen sind die Menschen bewegt. Und ich habe im Laufe der Zeit so zwei Pole ausgemacht. Sag mal, ich bin machtlos, ich bin Opfer. Und ich muss kämpfen, mit mir kann man es ja machen. Der Pol, sag mal, der Opferpol, extrem, sag mal, extrem, dann Hartz IV, ich kann eh nichts machen. Und der andere Pol, das sind die, die zum Beispiel sagen, ich muss alles perfekt machen. Oder ich muss gut sein. Nur wenn ich etwas leiste, bin ich liebenswert. Ich bin nicht gut genug. Also ich muss noch besser werden, ich muss noch besser werden. Das sind die Lieblinge der Wirtschaft. Weil denen hängt man die Möhre da vorne hin und sie laufen in ihrem Hamsterrad wie bekloppt, weil sie meinen, durch Leistung das Gefühl der Minderwertigkeit zu überwinden beziehungsweise den anderen zu beweisen, dass sie doch was wert sind. Und dann habe ich mich gefragt, ich habe dann einfach mal aufgeschrieben, was die alles so gesagt haben, das zusammengestellt in diese Mindmap und habe das dann wieder genutzt in meinem Büro, sodass, wenn jemand kam und so ein bisschen in die Richtung ging, habe ich die aufgemacht und gesagt, kennen Sie da einen von? Und ja, da waren dann noch etliche gesagt, fragen Sie mich mal, welche ich nicht kenne von diesen Glaubenssätzen. Dann habe ich mich gefragt, okay, wenn so viele Menschen von diesen Glaubenssätzen überzeugt sind und ihr Leben damit praktisch gestalten. Das heißt, für mich sind Glaubenssätze sowas wie Ingenieure des Lebens. Also danach gestalten wir unser Leben, weil wir das erwarten, unsere Aufmerksamkeit dahin lenken und genau das bekommen. Und oben drüber habe ich geschrieben, siehste, habe ich doch gleich gesagt. Und das ist ein spannendes Phänomen, was der Hüter mal beschrieben hat, der Hirnforscher. Das Gehirn kann nicht unterscheiden,
zwischen einem negativen und einem positiven Erfolg. Erfolg ist Erfolg. Das heißt, ich habe doch gewusst, dass ich wieder die Arschkarte sehe. In dem Moment gibt es eine kleine Gedusche von Endorphinen, ja, und weil es ein Erfolg, ich habe es ja erwartet. Und komischerweise scheinen wir da regelrecht ja, abhängig zu sein, ja, von diesen Duschen. Und irgendwie unbewusst bringen wir das immer wieder so hin, dass unsere Erwartungen erfüllt sind. Das ist eine spannende Geschichte. Also habe ich mich gefragt, wenn so viele Menschen an diese Glaubenssätze glauben, dann muss das irgendwann einmal in ihrem Leben einen Sinn gemacht haben. Aber welchen? Warum ja, so viele Leute mit so geringem Selbstwertgefühl, obwohl auch nach Zeugnissen oder so, sie eigentlich dazu gar keinen Anlass haben? Ich weiß nicht wann, irgendwann habe ich dann den Film König der Löwen gesehen. Diesen Walt Disney Film. Und eine Stelle, wo eben 80-90% anfangen zu heulen, weil es sie sehr bewegt, ist die Stelle, wo Mufasa stirbt. Und er wollte ja seinen Sohn retten. Scar hat das ganz gut eingefädelt. Und er stirbt. Und sein Sohn kommt halt hin und tupst ihn an. Und sagt, Papa, komm her, steh auf. Lass uns nach Hause gehen. Und er rührt sich nicht. Und er ist total traurig. Sozusagen unter Schock. Ist getrennt. Sein Vater ist nicht mehr. Legt er sich zu ihm und dann kommt Scar. Simba, was hast du getan? Ich wollte das doch nie. Die Gnuherde ist gekommen. Keiner will, dass das passiert. Aber wenn du nicht gewesen wärst, wäre der König noch am Leben. Das ist der entscheidende Satz. Ein Schock der Trennung. Und dann die Schuld. Und ich sehe es gar als sozusagen die innere Stimme des Kindes, die nach außen projiziert wird. Also in Form einer Person, wie es in Märchen, in Träumen passiert, dass also innere seelische Prozesse in Form von Personen auftreten. Und was soll ich denn tun? Geh weg. Geh ganz weit weg und komm nie wieder. Er will sterben, wird aber gerettet von dem Pumba und Timon, dem Warzenschwein, was eigentlich zu seinem Speisezettel gehörte. Und erinnern Sie sich noch, wovon sich dieser, der Löwe ist der Inbegriff von eines fleischfressenden Tieres. Wovon ernährt sich Simba? Von Würmern und Insekten. Also, das kann man, ist sehr gut gemacht in dem Film, wie er seinen ersten Wurm da frisst und wie ihn das eigentlich anekelt. Aber er vergisst seine Herkunft. Er lebt sein Wesen nicht. Warum? Weil er sich schuldig fühlt. Ich habe das doch nicht verdient. Ich bin doch schuld am Tod des Vaters. Das heißt, ja, er ist nicht, ne, muss daran erinnert werden, dass er der kommende König ist, beziehungsweise dass er der Nachfolger ist. Ich habe das nicht verdient. Bis ihn Nala, seine Kindesfreundin, dann doch irgendwann zurückholt und er erkennt, dass Schuld eine Illusion war. Und in dem Moment, als er das erkannt hatte, dass dieses sich schuldig fühlen, eine Illusion, dass er keine Schuld, ja, keine Verantwortung an dem Tod des Vaters hatte. In dem Moment tritt er sein Königtum an. Und dieser Film hat mir die Augen geöffnet, da war mir in dem Moment klar, das ist das, dieser Mechanismus, offensichtlich das, was in einem Kind passiert, wenn es ja, getrennt ist. Wenn es Trennung erfährt, sei es, dass die Eltern sich trennen, sei es, dass die Mutter
nicht da ist. Und ich habe dann einfach, ja, auch mit Rückendeckung meines Chefs, die Menschen nach ihrer Kindheit gefragt und bin halt auf kindliche Traumata gestoßen, die alle diesen Aspekt der Trennung und der Vorstellung des Ich bin schuld, infolgedessen Ich bin nichts wert, zusammenbrachten. Ich gebe ein paar durch, das ist zum Beispiel Umzug. Was passiert bei einem Umzug? Ich dachte immer, okay, wenn ein Kind aus einer anderen Kultur kommt, meinetwegen, ne, damals diese Immigrationswellen aus Russland, dass es einen Kulturschock hat und so, weil ja auch eine andere Sprache ist. Aber durch die vielen Gespräche habe ich herausgefunden, für ein dreijähriges Kind reicht ein Umzug von zwei Stadtteilen oder zwei Dörfern. Weil die zu Fuß Umwelt ihm genommen wird. Ich habe das Haut 3 und Haut 4 genannt. Das ist unsere erste Haut, unsere zweite Haut. Ja, und Haut 3 ist die Wohnung mit den Gerüchen, mit den Geräuschen, alles, was uns Sicherheit gibt. Und Haut 4 ist die soziale Umwelt. Ja, das heißt, meine Freunde, die Nachbarn, die Gebäude, die mir vertraut sind, in meinem, mit meinen kleinen Beinen als Kind. Und wenn ich das verliere, dann kann das Neue zwar äußerlich toll sein, aber ich habe das verloren. Bin davon getrennt von meinen Freunden. Und viele, viele Kinder, ja, zum Beispiel eine Allergie bilden sie aus oder leiden, stumm. Meist, weil die Eltern ja es immer gut meinen, Strafen vom ins Zimmer stecken. Ja, wir wurden immer ins Bett geschickt, wenn wir irgendwas ausgefressen hatten. Das ist auch eine Form von Separation, also Trennung. Und das macht was mit einem Kind. Hausarrest in den Keller. Leute sind in Besenkammer gesperrt worden, was sie mir erzählt haben. Haben unendliche Ängste ausgehalten. Klar, Alkoholismus der Eltern, wenn ein Vater Alkoholiker ist, dann kommt es häufig dazu, dass er auch aggressiv ist. Und eine Klientin konnte sagen, ich wusste am Aufschließen des Schlosses, der Haustür, wie mein Vater drauf war. Hat natürlich auch, sag mal, positive Effekte, weil diese Frau hat ein Antennen, ja, mehr gebildet, ja, andere Menschen in ihre Stimmung wahrzunehmen. Aber auch da Trennung, jede Form von Gewalt. Legasthenie ist für mich auch etwas. Ja, ich habe etliche Legastheniker in meinem Büro gehabt, die meinten, sie seien doof. So sind sie groß geworden, bis sie dann im Beruf waren und merkten, dass sie alles andere als doof waren. Weil sie hatten ja als Kind, ja, die andere Kinder haben lesen und schreiben können am Ende der ersten Klasse. Und sie, die eigentlich so im Unterricht sonst gut mitkamen, sie konnten das nicht. Also mussten sie ja doof sein. Fühlten sich auch getrennt. Armut, zweitgeborener Zwilling, jede Form von Demütigung. Ja, sei es durch die Eltern, sei es durch Erzieher oder Lehrer. Trennung Eltern, hatte ich schon gesagt, das war in der Jugendwerkstatt, 80% waren ohne Vater groß geworden. Das war mir als erstes aufgefallen. Adoption. Adoption ist, sag mal, eines der härtesten Trennungserfahrungen, die ein kleines Kind machen kann. Denn, man muss sich das vorstellen, 9 Monate ist es herangereift in der Mutter. Das heißt, alle Geräusche der Mutter waren die Umwelt. Also der Atem der Mutter, bum, 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 bum. Der Herzschlag. Man weiß, dass Säuglinge den Herzschlag der Mutter unter Hunderten oder Tausend heraushören können, identifizieren können, an dieser besonderen Art. Ja, die Darmgeräusche. Darmgeräusche, das Lachen, alles, das bildete 9 Monate die Umwelt dieses Kindes. Und bei Adoption ist es ja so, dass man sagt, ja, die sollen sich nicht so nahe kommen, damit der Trennungsschmerz nicht so groß wird. Aber wenn man sich einen Moment hineinversetzt, was passiert,
wenn diese Umwelt auf einmal nicht mehr da ist. Dieses Kind fühlt sich völlig verloren. Völlig verloren und, ich sag mal, archetypisch, ja, unsere Vorfahren, die in Gruppen zusammenlebten, ein Kind alleine, das war zum Tode verurteilt. Das steckt noch, ich sage jetzt nicht in unseren Genen, aber in unserem Gedächtnis. Ja, Separation von der Gruppe, das ist im Prinzip ein Todesurteil. Das heißt, vor dieser Todesangst muss ich mich irgendwie schützen. Und meine Erfahrung war, diese Menschen, die das erlebt haben, Adoption als Säugling, dass sie einen sehr, sehr starken Selbstwerteinbruch dadurch bekommen haben und ja, sagen wir mal, sich ein ziemlich starkes Startprogramm für dieses Leben ausgesucht haben. Vater unbekannt, klar, Tod eines Geschwisters. Mittlerweile ist es Thema geworden, dass viele im Mutterleib einen Zwilling hatten. Das ist mir erst bei den Recherchen für das Buch. Innerhalb von 5 Wochen hatte ich 4, 5 Frauen, die mir das gesagt haben, ja, ich hatte einen Zwilling. Und jetzt, seitdem ich das weiß, kann ich mich überhaupt damit auseinandersetzen. Aber ich wusste nicht, warum ich immer so traurig war und dass ich mich immer nach etwas gesehnt habe. Ja, Trennung von der Mutter auf Zeit. Krankenhaus war natürlich das Erste. Und im Laufe der Zeit meiner Gespräche waren natürlich auch viele, die aus dem Osten Deutschlands zu mir kamen. Tolle, tolle Zeugnisse, aber so ein kleines Selbstvertrauen. Ich sage, was ist da passiert? Ich verstehe das nicht, warum Sie jetzt die Zeugnisse geben doch alles her, dass Sie schnellstmöglich wieder eine Arbeit finden. Was ist da passiert? Und dann kam es, die Krippe. Man hat mir erzählt, ja, einer ist mit 8 Wochen in die Krippe gegeben worden. Mit 9 Wochen, 10 Wochen, 12 Wochen. Das heißt, das ist fast wie Adoption, weil wenn das Kind, ja, was ja noch keine Wortsprache hat, sich nicht äußern kann, nur durch sein Schreien, nach der Mutter schreit und die Mutter kommt nicht, dann fühlt es sich, sag mal, genauso verloren. Eine Zeitvorstellung hat es ja eh nicht. Es kann nicht auf die Uhr kommen, ach, Mama kommt um 5 wieder. Ich brauche mich nicht zu sorgen. Und irgendwann werden diese Kinder stumm. Und die liebevolle Erzieherin sein, denken, ach, jetzt hat es sich dran gewöhnt. Aber sie sind nur stumm geworden. Und Gott sei Dank hat es eine neuere Forschung gegeben mit Säuglingen aus Kinderheimen, die also auf die Adoption vorbereitet werden sollen. Caroline Ilyashev, eine Französin, eine Psychoanalytikerin, hat mit Säuglingen gearbeitet und konnte in ihrer Körpersprache lesen. Das heißt, sie hatten Symptome, zum Teil wirklich lebensbedrohliche Symptome ausgebildet, ganz schwerer Durchfall oder ganz schweres Asthma und so. Und diese Psychoanalytikerin hat diese Körpersprache in Wortsprache übersetzt, hat es den Säuglingen gespiegelt, hat ihnen gesagt, ja, du fühlst dich jetzt so und so und so. Und hat ihnen dann, und das war das Tolle, die Wahrheit gesagt, was passiert war. Ja, dein Vater hat etwas getan, was er nach dem Gesetz nicht tun darf. Er hat deine Mutter umgebracht. Und du wirst deine Mutter nie wieder sehen. Aber du wirst Menschen finden, die dich lieben und du wirst dein Leben meistern. Und dann sind die Symptome abgeklungen und sie konnten zur Adoption freigegeben werden. Das heißt, diese Wesen, wenn man mit ihnen spricht und sie ernst nimmt, dann verstehen sie offensichtlich. Ja, früher hat man immer gesagt, das erste dumme Vierteljahr, dann hat man sie eingewickelt unter den Birnbaum, schreien kräftig die Lungen. Voll guten Willens, aber man hat ziemlich viel kaputt gemacht. Und wenn jetzt, also mir geht es nicht darum, in diesem Fall die Krippe sozusagen zu verteufeln oder so, aber ich halte es nicht für einen sozialen Fortschritt,
wenn alle Kinder demnächst in die Krippe gegeben werden. Absolut nicht, weil aus meiner Sicht, ich kann schon sagen, ich sehe es als einen Menschenversuch an, weil ein Mensch, der sich schuldig fühlt, der sich minderwertig fühlt, der ist leichter zu manipulieren. Den kann man hier eine Möhre hinhängen, da eine Möhre hinhängen. Und es gab eine einzige, die aus dem Osten kam, 18 war sie, hatte bei Balsen gelernt, Süßwarenherstellung. Ich sage, ich habe für sie keinen Job. Ach, sagt sie, mach, ich hab schon 9 bei der Konkurrenz, ein bisschen weiter weg, aber ich werde nur einen Tag arbeitslos sein. Und die war total selbstbewusst. Und so. Dann habe ich gesagt, darf ich Sie mal was Privates fragen? Ja, klar. Waren Sie in der Krippe? Nö, meine Eltern wollten das nicht. Und wie gesagt, das war die einzige, die wirklich voller Selbstvertrauen da in meinem Büro war. Alle anderen, trotz toller Zeugnisse, hoher Leistung, so ein kleines Selbstvertrauen. Und also ich will jetzt nicht die ganze Zeit über Krippe reden, aber Krippe ist für mich quasi fast wie Adoption, also die gleichen schweren Trauma. Und aus meiner Sicht ist diese Schuldvorstellung wie beim Simba wie ein Deckel. Ja, auf diese schwere Emotionen und Todesangst der Trennung kommt ein Deckel, damit man das überhaupt überleben kann. Und da steht drauf, ich bin schuld. Ich bin nichts wert. Ich habe vom Leben nichts zu erwarten. Ich habe es nicht anders verdient. Und das hilft uns überleben. So eigenartig das klingt. Aber als Erwachsener, denke ich, ist es da an der Zeit, sich davon zu befreien. Und bei Dennis, nur mal so ein kurzes Beispiel, Dennis, da hat die Mutter den Kleinen mit 2,5 dem Vater übergeben auf einer Insel. Die hatten sich vorher getrennt und waren zufällig auf der gleichen Insel zur gleichen Zeit. Kümmer du dich um ihn. Hat sich aus seinem Leben zurückgezogen und er hat einen Asperger entwickelt. Er hat, sagt selber, auf der Suche nach der Mutterliebe ist er immer noch nach dieser Bedingungslosigkeit. Sie hat ihn sogar verleugnet, als er sie mal besucht hat. Und Katharina, ja, auch beispielhaft diese Mindmap, das sind ihre Interessen, das sind ihre Traumberufe, Druck, Freude und das bisschen hier meinte sie nur zu können. Wenn man aber hier reingeht in die Interessen, findet man, also 90% ihrer Interessen sind auch Kenntnisse und Fähigkeiten. Aber sie hat von sich selber die Überzeugung, nur das bisschen unten kann sie. Ihren Vater hat sie das letzte Mal gesehen, da war sie 2,5. Seitdem nie wieder, kein Kontakt, nichts. Sie ist jetzt 27, glaube ich. Ja. Dieses Bild hat Katharina wiederum auf meinen Bitten hingemalt. Wir haben uns also in dem Moment, wo wir einen Schock hatten, der Trennung, haben wir uns einen Panzer angelegt. Und ich nenne diesen Panzer unser strategisches Selbst. Das heißt, bin Theologe, heißt jetzt fit nehmen und so weiter. Und jo. Das ist unser strategisches Selbst, mit dem wir uns durch die Kindheit hindurch, durch unsere Jugend geschützt haben. Und im Laufe der Zeit gewöhnen wir uns so sehr daran, dass wir glauben, das sind wir selbst. Und wozu ich einladen möchte, ist halt wie diese Figur, die sich da aus diesem Stein heraus meißelt, das authentische Selbst wieder freizulegen. Was frei von Angst ist, was diesen Schutz nicht mehr braucht. Aber es ist wichtig zu wissen, wir waren nie verkehrt. Ja, also wenn die Leute sagen, das sind negative Glaubenssätze, die musst du in positive umwandeln. Ich sage, halt. Das Wichtigste ist, dass wir erkennen, wir haben sie selbst in unser Leben gerufen als eine Strategie, um zu überleben. Also können wir uns bei diesen Glaubenssätzen oder ja, im Spanischen nenne ich sie Ritter, Caballeros, bedanken, dass sie da waren, dass sie uns geschützt haben. Aber jetzt sind wir groß
jetzt brauchen wir diesen Schutz nicht mehr. Was aber natürlich bedeutet, dass wir auch bereit sind, das, was unter dem Tapper, unter dem Deckel ist, nämlich die Emotionen, die auch zu spüren. Ich hatte beim Eingang ein paar Zettel hingelegt, die Unterschrift gefordert war. Vielleicht mal drauf gucken. Ja, das ist ein Phänomen, was klar bei 4000 Unterschriften und 4000 Lebensgeschichten davor ist mir dieses Phänomen aufgefallen. Bei Menschen, die ganz stark an sich selber zweifeln, aber eher unbewusst, eher selten bewusst. Sie meinen, das ist sehr dynamisch, aber geschätzt 80% derer, die sich als Mobbingopfer geoutet haben, ich sage in Anführungszeichen Opfer, haben ihren Namen durchgestrichen. Spannende Sache, aber wenn Sie jetzt dazugehören, Sie sind in guter Gesellschaft. Das ist ein Geldschein aus Costa Rica und der Zentralbankpräsident, ja, und sein Stellvertreter, sie streichen ihren Namen auch durch. Das hat also nichts mit gesellschaftlicher Hierarchie oder sowas zu tun. Ich hatte ja vorhin gesagt, zwei Pole gibt es. Die einen, ich kann eh nichts tun, ich bin Opfer. Und die anderen, ich muss den anderen beweisen, dass ich doch was wert bin. Und das ist eben der andere Pol. Ein kurzes Lied dazu. Die Glaubenssätze als Ingenieure, die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei, habe ich erfahren, war zu DDR-Zeiten verboten zu singen. Da kommt ein bisschen was vor. Aber tatsächlich, unsere Gedanken sind Realitätsingenieure. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will und was mich beglücket, das wäre schön. Und alles in der Still und wie es sich schicket. Mein Wunsch und Begehren kann niemand verwehren. Es bleibet dabei, die Gedanken sind frei. Und sperrt man mich ein in finsteren Kerker, das alles sind rein vergebliche Werke. Denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei. Die Gedanken sind frei. Drum will ich auf immer den Sorgen entsagen und will mich auch nimmer mit Grillen mehr plagen. Man kann ja im Herzen stets lachen und scherzen und denken dabei. Die Gedanken sind frei. Ja, wenn wir sie denn so nutzen würden, aber wenn man ehrlich ist und so einen Tourenzähler hätte, so einen Handzähler und seine Gedanken am Tag zählen würde, die sorgenvollen und die freudenvollen. Ich glaube, man würde einen ziemlich steifen Daumen bekommen, was die sorgenvollen oder ja, auf die Zukunft gerichtet Zweifel angeht. Wie kommen wir da raus? Wie kommen wir da raus? Das erste ist, bereit sein, mich als Kind zu fühlen, mich als das Kind zu fühlen, was ich einmal war, in dem Moment, wo ich beschlossen habe, da einen Deckel drauf zu machen, auf meine tiefen, tiefen Emotionen. Und diese Bereitschaft, die muss ich mit meinem ganzen Verstand, mit meinem ganzen Herzen aussprechen und vielleicht mir auch einen Arschengel einladen in mein Leben. Was ist ein Arschengel? Ich glaube, der Robert Betz hat diesen Ausdruck mal geprägt. Für mich ist ein Arschengel
ein Engel, also ein Mensch, der in mir eine Emotion antriggert, also mich in eine Emotion bringt, die der ähnelt, die ich damals hatte, wo ich beschlossen habe, die halte ich nicht aus. Ich hatte das dann im Zuge des Buches, eine junge Frau, da war ich der Arschengel. Die Geschichte ist ein bisschen lang, brauche ich jetzt nicht erzählen, aber da war ich der Arschengel. Ich habe sie in eine Emotion gebracht, wo sie erstmals in ihre Kindheit kam, Alter von 6, eine Zeit der Einschulung, wo sonst überhaupt keine Bilder mehr existierten. Aber durch diese Emotionen sind diese Bilder und Gefühle wieder hochgekommen, wo sie meinte, Schuld ja, am Leid ihrer Familie gewesen zu sein. Und ich hatte das dann geschrieben, und also, dass ich unwillkürlich halt da zum Arschengel geworden bin, durch ein zu spät kommen. Und dann bekam ich meinen Arschengel. Alles im Zuge, deswegen ist es gut, wenn man mal ein Buch schreibt, man tut es für sich. Nämlich eine Frau, die mich so konsterniert hat, so geschockt hat. Wir hatten sehr gute Gespräche vorher und hatte auch ihr Haus mitgehütet. Und von einem Moment aufs andere hat die mich geschockt. Und ich war einfach nur sprachlos. Wie kann dieser Mensch so mit mir umgehen? Und die Freundin, die da Zeuge des ganzen Vorfalls war, wusste ja von meinem Buch und sagte, vielleicht ist das noch was mit deinem Vater. Mein Vater war Arzt und Kriegsgeneration, wie viele Millionen, die da aus dem Krieg kamen, schwerst traumatisiert von den Grausamkeiten, die sie gesehen, aber auch, die sie wahrscheinlich begangen haben. Niemand war ihnen da zur Hilfe gekommen. Da gab es keine Psychologen, die ihnen dabei geholfen haben. Und unsere Generation, die Nachkriegsgeneration, war die, die es abbekommen hat. Weil die Emotionen mussten irgendwo hin. Ich wurde mit einem Stock geschlagen, als ich 4, 5, 6, 7, 8 war. Also etwa 3, 4 Jahre. Immer dann, wenn ich was ausgefressen hatte, meine Mutter meinte, es müsste jetzt erzogen werden, gab es so einen Stock sogar zu kaufen, war bunt, mit dem man Kinder verprügeln konnte. Das gehörte zur Erziehung. War ja normal damals. Hat ja nicht geschadet. Ihr irrt euch. Der Mensch, den ich als Kind verehrt habe, als mein Vater, und in einem christlichen Elternhaus betet man abends zu einem himmlischen Vater, und Vater und Vater ist das gleiche Wort. Der biologische Vater ist so etwas wie der Stellvertreter Gottes. Und wenn diese Person, die ich über alles liebe, die für meinen Schutz und mein Wohlergehen zuständig ist, wenn diese Person mir Schmerzen zufügt wie kein anderer, dann kann ich das nur überleben, wenn ich die Schuld bei mir suche. Ich bin verkehrt, weil das ist mein lieber Papa. Den will ich auch weiter lieb haben. Also bin ich verkehrt. Und damit habe ich das überlebt. Ja, immer wieder aufs Neue. Nicht jeden Tag, auch nicht jede Woche, aber immer wieder. Diese tiefste Demütigung, diese tiefste Trennung von meinem Vater. Und es muss an mir liegen. Und diesmal, ja, früher war ich im Geiste immer in diese Situation mal gegangen, weil mein Vater schon sehr lange, mit 22 habe ich ihn gehen lassen müssen, tot war, wäre ich reingegangen in diese Situation und habe mich getröstet. Ich habe, als großer Götz habe ich mich sozusagen vor den Kleinen gestellt, habe ihn getröstet. Ist alles gut. Ja, es ist jetzt alles gut. Aber diesmal, durch dieses Geschocktsein, weil das war eben die gleiche Emotion, ja, wie bei meinem Vater, bin ich wieder in diese Situation reingegangen, sozusagen in den Keller, spontan, weil mein Sonnengeflecht sich da zusammengezogen hat, noch und nöcher. Aber diesmal habe ich mich nicht einfach getröstet, sondern ich habe meinen Vater genommen, ja, im Geiste, habe ihn geschüttelt und habe gesagt, halt, stopp, was tust du da? Du schlägst deinen jüngsten Sohn und predigst am Sonntag Liebe in der Kirche? Hör auf damit! Und habe den Stock genommen und habe ihn zerbrochen.
Alles nur in meinem Bewusstsein, mit geschlossenen Augen. Das war sehr spontan. Aber was dann geschah, das war so eine Katharsis, also eine Reinigung. Ja, alle, ich bekomme jetzt, wo ich es erzähle, noch eine Gänsehaut. Ja, alle meine Zellen schienen sozusagen das kapiert zu haben. Jetzt ist eine Riesenbefreiung passiert, ja, hoch und runter. Und körperliche Symptome waren, dass ich 2 Tage nicht richtig sitzen konnte. Warum? Weil ich 2 Striemen auf meinem Hintern spürte, so wie damals von den Stockschlägen. Aber es hat mein Leben ziemlich verändert. Ziemlich verändert und ich komme jetzt gerade aus Costa Rica. Dort habe ich 2 Jahre gelebt mit einer Frau, die ich kurz danach wieder getroffen habe, nach diesem Ereignis und beschlossen habe, mit ihr zusammenzuleben. Es hat sowas von Befreiung gegeben. Ich kann es halt nur jetzt so mit Worten beschreiben, aber fühlen muss man das selber. Es geht also ums Fühlen. Wir fürchten uns vor dem Fühlen des kleinen Kindes, des Kindes, was damals beschlossen hat, natürlich unbewusst, ja, dass es nichts wert ist, dass es ja, Schuld hat und nichts Gutes verdient hat in diesem Leben. Aber das alles ist Illusion. Und womit ich, ja, wozu ich einladen möchte, ja, ist, sich dessen überhaupt erstmal bewusst zu werden, dass, ja, da bin ich auch mit Betz nicht überein, der meint, ne, dass die Glaubenssätze von außen kommen. Und ich sage, wir haben sie, ja, mit diesem Urteil selber implementiert, eingesetzt. Und dann wurden sie uns natürlich immer wieder bestätigt. Ne, so wie, das Leben ist doch hart und schenkt uns nichts. Doch klar, das wollen Sie doch nicht etwa bezweifeln. Weil wir natürlich in dieser Erwartung immer wieder die gleiche Erfahrung machen. Das Leben ist ja so. Ist klar. Also wie komme ich da raus? Ein schöner Satz. Ich nehme alle Urteile zurück, die ich je in meinem Leben gesprochen habe. Über andere und insbesondere über mich. Und verkünde Freispruch. Ich nehme alle Urteile zurück. Ja, weil ich habe das Urteil gesprochen. Ja, und mit jedem Urteilen über andere, ja, wenn ich auf jemanden zeige, wie viel zeigen auf mich zurück? 1, 2, 3. Jedes Urteil, was ich über einen anderen spreche, spreche ich auch über mich. Und zwar in dreifacher Hinsicht. Und die Strafe, ne, auf Urteil folgt immer Strafe. Die Strafe habe ich dann sozusagen abzubüßen. Und das heißt, wenn ich jetzt anfange, das Urteilen aufzuheben und anfange, die Dinge erstmal so sein zu lassen, wie sie sind, statt sie schnell in Gut und Böse oder sonst was zu unterteilen, dann mache ich auch einen großen Schritt darauf, mich von diesem Grund, also Ururteil, das ich mal über mich gefällt habe, zu befreien. Und da ist der Arschengel eine Möglichkeit, aber auch zu erkennen, dass in jedem Menschen das gleiche Licht brennt. Ja, das, anhand dieser Glühbirnen möchte ich das eben kurz. Alle 3 sind 60 Watt Birnen. Alle 3 leuchten mit der gleichen Intensität. Nur die linke, da ist der Ruß so stark, dass man kaum erkennt, dass da Licht ist. Ja, und den Ruß, das ist für mich sozusagen die Metapher für alle möglichen Glaubenssätze der Wertlosigkeit, die wir da angenommen haben, um uns zu schützen. Der fängt gerade, ja, hat schon angefangen, sich davon zu befreien. Und so sehen wir darunter alle aus. Das heißt, ja, wenn mich jemand dann mal in Rage bringt, ne, heute ist das englische Wort triggern, ja, das
ja, anpieksen oder so, mittlerweile ja schon ein bisschen bekannt, dann weiß ich, dass er sozusagen mir nur dabei helfen will, mich von alten Emotionen, von altem emotionalen Müll zu befreien. Aber dazu bedarf es meiner Bereitschaft. Meine Bereitschaft, auch das zu fühlen. Das kann ich nicht einfach wegdenken, ja, oder abschneiden, sondern Bereitschaft zu fühlen. Und in meinem Buch beschreibe ich das so, wenn man einen Psychothriller nimmt, lesen Sie die letzte Seite. Ja, der Held hat überlebt. Sitzt ja, mit einer schönen Frau im Café, trinkt einen Cappuccino. Der Held sind Sie. Der Held sind Sie. Und jetzt in diesem Bewusstsein, dass Sie überlebt haben, können Sie auf die erste Seite und können diesen ganzen Psychothriller Ihres Lebens durchlesen und nochmal nachfühlen, in der Gewissheit, Sie haben überlebt. Damals, als wir diesen Deckel draufgelegt haben, haben wir gedacht, das halte ich nicht aus, das überlebe ich nicht. Aber wir haben überlebt. Aber es ist jetzt, um aus dem Funktionieren, ja, aus diesem rein strategisch selbst darstellen, herauszukommen, bedarf es ja, des Fühlens und des sozusagen Ganzwerdens. Und im Hebräischen das Wort Shalom heißt Friede und die Wurzel Shalem heißt Ganzsein, eins sein, nicht mehr zwei sein, ja, gegen sich selber kämpfen. Und das ist für mich ja, das Wichtigste, dass wir sozusagen dieses Urteil aufheben. Und was ist das andere, als uns selber zu vergeben? Anderen vergeben, ohne sich selbst zu vergeben, könnt ihr gleich vergessen. Wir sind es, die uns vergeben müssen. Ich hatte vorhin ja von dieser einen Frau, einer Klientin erzählt, die sich bis heute nicht verzeihen kann, dass sie mit 6 ihren Hamster umgebracht hat. Vorher hatten sich die Eltern getrennt, ja, und der Hamster war bei dem Vater da und so. Sie konnte es sich bis heute nicht verzeihen, obwohl sie Vegetarierin, obwohl sie mit jedem Tier mitleidet, kann sie sich das nicht verzeihen. Und sie steht nicht allein. Es sind so viele Menschen, die ihr Leben durch dieses Nicht-Verzeihen können, nicht sozusagen ungültig machen, aufheben des Urteils, sich selbst und anderen noch das Leben schwer machen. Das heißt, Selbstvergebung ja, ist ja, absolut ein Türöffner, weil ich war ja nicht verkehrt, sondern ich habe nur aus reinem Überlebenswillen gehandelt. Gehandelt, unbewusst gehandelt. Mich schuldig gesprochen, ne? Und dann natürlich auch im Laufe der Zeit andere schuldig gesprochen. Und letztendlich, ja, wenn einer mich in eine Emotion bringt, das Normale ist, es ist unmöglich, diese Person und so weiter. Ja, aber wenn wir das wissen, dann nehmen wir, können wir innerlich die Handbewegung machen, holen die Emotionen zu uns und lassen sie raus. Ja, also damit da wirklich der Körper frei wird davon. Das ist noch in unseren Zellen. Ja, also was ich damals gespürt habe, dieser, Sie kennen das sicher bei Musikstücken oder so, dass Sie ja, so einen Schauer bekommen. Und diesen Schauer mal 10, das habe ich erlebt. Und das war eine Riesenbefreiungsaktion, als wenn 50 Billionen Zellen ein Halleluja anstimmen. Also es ist in unseren Zellen. Und deswegen ist es gut, die Emotionen nicht dem anderen wieder vor die Füße zu kotzen, sondern ja, zu sich zu nehmen, sich umzudrehen und raus damit, raus. Gehen Sie in den Wald auch. Ja? Also die Bäume sind sehr, sehr empfänglich dafür und sie sind uns nicht böse, wenn ja, wir sie als Partner nehmen, um unsere Emotionen da rauszulassen. Aber vor diesen Emotionen haben so viele Menschen Angst. Aber es ist die Angst des Kindes. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns das immer wieder vergegenwärtigen. Es ist die Angst des Kindes in uns noch, die uns davon abhält, ja, diesen Deckel aufzuheben. Aber wir brauchen uns nicht davor zu fürchten, denn wir haben überlebt. Und
Letztendlich, jede Kreatur drängt hinauf in ihr Wesen. Von Meister Eckhart der Spruch. Und davon bin ich überzeugt. Und egal, in welcher Situation sich ein Mensch befindet, ob er Krebs hat, ob er, was weiß ich, mit sich gerade rumschleppt, das Ziel ist, sich von all diesem Schutz und Schmutz zu befreien und authentisch, sozusagen einmaliger Ausdruck dieses einen Lebens zu werden. Und da, ich habe dann noch ein Lied gedichtet, um, das ist auch auf meinem Buch drauf, der Julian, der fliegt, diese Verbindung vom Erwachsenen und dem inneren Kind. Und, ups, Annik, das innere Kind. Annik. Die Melodie ist auch bekannt, wenn ich ein Vöglein wäre. In mir zwei fremd sich sind, ich und mein inneres Kind, das in mir lebt. Will's aber kennenlernen, will's aber kennenlernen, weil's die Freude hebt. Schaffe ein Kämmerlein in meinem Herzen mir, wo's gemütlich ist. Treff dort mein inneres Kind, treff dort mein inneres Kind, ohne Erwartungsmist. Wenn ich das dann täglich tu und auch ganz offen bin, dann kommst zu mir. Ob Wut oder Heiterkeit, Wut oder Heiterkeit, wir sind Freunde hier. Sind keine Fremden mehr, freuen uns aneinander, alles darf sein. Mit meinem inneren Kind kehrt die Freude ein. Und wo die Freude wohnt, kommt alles in den Fluss, nichts steht mehr still. Ohne mein inneres Kind, ohne mein inneres Kind nimmer leben will. In der Vereinigung, in diesem schönen Pakt bin ich Schöpfer dann. So war ich wohl gemeint, so war ich wohl gemeint, als ich hierher kam. Hab's nur vergessen lang und auch nicht glauben können, wer ich wirklich bin. Bin jetzt kein Sklave mehr, bin jetzt kein Sklave mehr, hab nen freien Sinn, hab nen freien Sinn. Ja, dieses Lied ist übrigens auch aus der Kommunikation mit dem kleinen Götz entstanden, Anfang dieses Jahres. Und es ist tatsächlich so, wenn diese Verbindung, dieses Kind in uns, das wartet nur darauf, dass wir endlich diesen Deckel aufmachen und uns wieder mit dieser Lebensfreude, die dieser Julian da ausstrahlt am Strand von Sydney, sein Onkel wirft ihn hoch und der Vater macht das Foto, diese Verbindung wiederherzustellen. Und was dann mit uns in Bewegung kommt, es ist wunderschön, kann ich jedenfalls nur sagen. Und die Kreativität bei mir, ich habe also etliche Lieder daraufhin auch komponiert, sogar ein spanisches, davor haben wir so lange Angst gehabt, dieses innere Kind zu spüren. Aber es weist uns den Weg in die Freude, in das Leben. Ja? Und das Leben ist mal dunkel, mal hell. Aber wenn wir aus dem Urteilen rauskommen, entdecken wir,
wesentlich mehr, was wirklich lebenswert ist. Und wie ich vorhin gesagt habe, jeder Mensch und anhand auch der Mindmaps, jeder Mensch ist ein einzigartiger Diamant, ein einzigartiger Ausdruck dieses einen Lebens. Ich habe so einen Gummiball mit Noppen so zum Handmassieren und auch so Rollen. Und daran erkläre ich das immer ganz schön. Ja, Ausstülpung. Jeder von uns ist eine individuelle Ausstülpung, was wir dann Geburt nennen. Und wenn es sich wieder einstülpt in diesen Ball, dann ist das, was wir Tod nennen. Aber wir sind immer mit dem einen Leben verbunden. Und der Mitmensch ist auch die ganze Zeit mit mir verbunden. Auch wenn wir ja durch einen unterschiedlichen Körper ja diese Illusion haben, wir haben nichts miteinander zu tun. Ja, ich habe die Frau, mit der ich jetzt 2 Jahre dort in Costa Rica zusammengelebt habe, auch nach 11 Jahren der Ruhe, wir hatten uns als 16-Jährige kennengelernt, nach 11 Jahren der absoluten Ruhe, weil mit Post und sowas ging das da in Costa Rica nicht, habe ich ihr Bild angeschaut und gesagt, das war so schön. Und 2 Tage später, da war sie 16 auf dem Foto, 2 Tage später mache ich Skype an und siehe da, sie will mit mir in Kontakt treten. 2 Tage nach 11 Jahren. Und ja, der eine oder andere weiß es, dass ich für Rupert Sheldrick geforscht habe, auch über eben das Phänomen Telepathie. Und Telepathie ist etwas sowas Normales und sowas Schönes, wenn man es immer wieder aufs Neue erlebt, ja, statt es, ach, das ist nur Zufall, ist nur Zufall. Ja, Leben bedeutet alles wie ein Kind. Wie ein Kind staunenderweise wieder aufzunehmen, ja, und sich zu trauen, das zu leben, was sozusagen diese eine Ausstülpung besonders macht. Besonders heißt das Normale, weil jeder ist besonders. Das ist dann Normale. Goethe hat das auch mal so schön gesagt. Das Besondere ist das Normale. Das Normale ist das Besondere. Ja, also Normen, ja, zu sagen, so muss ein Mensch sein, vergesst das. Jeder Mensch ein einzigartiger Diamant. Und darum geht es, diesen Diamanten ja, frei zu putzen, wie ich vorhin im Lied gesungen, auch den anderen dabei zu helfen, ja, ihm wieder zu springen. Ich sehe da Facetten, die du noch gar nicht siehst. Ja, das ist ja mir in meiner Arbeit in der Agentur immer wieder passiert. Die Menschen haben sich selber ja wie in einem Zerrspiegel wahrgenommen. Kein Gefühl für sich entwickelt, wie großartig sie sind. Und man hat das Wort dem Nelson Mandela zugeschrieben. Ja, also wir haben mehr Angst vor unserem Licht als vor unserer Dunkelheit. Das stammt tatsächlich von Marion Williamson, Rückkehr zur Liebe. Aber genauso, wir haben mehr Angst vor unserem Licht. Ja, ihr erinnert euch an die 3 Lampen, als vor unserer Dunkelheit. Wer bin ich denn schon? Wer bin ich schon, dass ich großartig, ja, einzigartig sein sollte? Und sie fragt, wer bist du nicht? Wir sind ja alle im Prinzip Schöpferwesen. Aber, ich sag mal, die Medien sind kräftig dabei und auch Schule und so weiter, wo wir immer verglichen werden, mit einer Norm, wo es diesen Normschüler sowieso nicht gibt, aber immer mit der Norm gemessen werden und immer wieder uns gleich gesagt hat, jeder Fehler ist ja, sozusagen ein Vergehen und muss bestraft werden, ja, mit Rot. Deswegen habe ich auch Schule gehasst, wie viele, viele andere, weil wir gar nicht wahrgenommen wurden. Aber jetzt heißt es als Erwachsene, dass wir uns selber wahrnehmen müssen. Ja, wie einzigartig wir sind. Und wenn ihr euch an das Puzzle erinnert, ja, dieses Puzzleteilchen auszufüllen. Weil dieses Puzzleteilchen können nur wir ausfüllen. Es wartet so lange, bis wir uns trauen. Bis wir uns trauen, dieses Puzzleteil auszufüllen. Niemand anders, beim Puzzle gibt es keinen Joker. Niemand anders kann dieses Puzzleteil ausfüllen, außer wir. Aber wenn wir es ausfüllen, dann freut sich, ja,
die ganze Gesellschaft, weil das Ganze wird dann vollständig. Und das ist das, womit ich oder bewerben möchte, sich auf diesen Weg zu machen, sich selber als Diamant zu entdecken, aber gleichzeitig zu wissen, hier sind ein Haufen Diamanten mit mir. Und keine Ausnahme. Keine Ausnahme. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir anschließend ins Gespräch kommen, in den Austausch, weil das ist mir schon wichtig. Und dann machen wir jetzt eine kurze Pause und danke fürs Zuhören.